Und dann, es wird Ihnen nicht entgangen sein, laufen seit dieser Woche Bilder im Fernsehen, die unserer GroKo echte Kopfschmerzen machen. Man fragt sich unwillkürlich, ja, ist denn heute schon wieder 2015? Die Flüchtlingskrise ist zurück. Unser großes Trauma 2015. Wissen Sie noch, dieses schlimme Jahr, wo wir uns mal so absurd human verhalten haben? Damals, als die Merkel einfach Grenzen aufgemacht hat, die vorher gar nicht zu waren. Ja, seitdem heißt unser aller Mantra: Wir wollen nicht die Wiederholung des Jahres 2015. Das Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen. Dass sich die Situation von 2015 nicht wiederholt. 2015. Das Jahr 2015. 2015. 2015. Wird sich nicht wiederholen und darf sich nicht wiederholen. Ja, was heißt denn das? Dass sich das Jahr 2015 nicht wiederholt. War das klar genug? Ja, für mich schon. Danke, Horst. Gut, jetzt muss man dazu sagen, in der Geschichte unseres Planeten hat sich bis heute noch nie ein Jahr wiederholt. Aber wer weiß? Ich meine, wer weiß? Übrigens kann sich 2015 gar nicht wiederholen, weil heute die komplette EU, inklusive Deutschland, nur noch an Grenzschutz denkt. An nichts anderes. Ja? Empathie war gestern, heute gibt es Tränengas. Für Tausende, die im griechisch-türkischen Niemandsland festsitzen. Natürlich will keiner noch mal völlig unkontrollierte Zuwanderung, schon klar. Aber wir reden ja trotzdem noch von Menschen, die vom Erpresser Erdogan skrupellos benutzt werden. Diese Flüchtlinge, die sind ja nicht von alleine an der Grenze gelandet. Den ganzen Tag kamen immer wieder große Gruppen von Flüchtlingen an. Oft in Bussen, kostenfrei. Wer sie bereitstellt, ist unklar. Wer könnte das gewesen sein? Das ist aber wirklich mal der langweiligste Krimi der Welt. Jetzt bei Soko Istanbul. Ja, natürlich. Erdogan. Ja, man darf sich nicht von Erdogan erpressen lassen. Wir haben uns aber auch erpressbar gemacht. Der Deutsche Bundestag hat diese Woche gegen die Aufnahme von 5000 Frauen und Kindern von den griechischen Inseln gestimmt. Ja, man befürchtet, wenn wir wieder zu viele reinlassen, dann ist Bernd Höcke bald Reichskanzler. Das ist die Befürchtung. Bloß keine AfD-Wähler unnötig reizen. Dabei baden doch gerade ganz andere die Flüchtlingskrise aus. Was sollen denn die armen Menschen auf Lesbos sagen? Früher haben sie den Hilfesuchenden Brote geschmiert und warme Kleidung für den Winter gegeben. Jetzt wollen sie sie nur noch loswerden. Diese Arschlöcher. Das ist alles wegen Europa und ganz besonders wegen Deutschland. Bitte? Ist das jetzt unsere Schuld, dass ihr an der europäischen Außengrenze wohnt? Dann hättet euer Land halt nicht am Mittelmeer bauen sollen. Griechen. Wladimir Putin hat im syrischen Idlib seine Luftwaffe, die russische Luftwaffe, monatelang Terrorangriffe auf Zivilisten fliegen lassen. Frage, ist es für Deutschland wirklich moralisch in Ordnung, mit demselben Herrn Putin trotzdem diese neue Pipeline durch die Ostsee zu bauen? Na, nur mal als Frage. Die Nord Stream 2. Ja? Ach, ist in Ordnung. Ich wollte es nur mal gefragt haben. Ja, Deutschland trägt wirklich gar nichts mehr bei zur Lösung der großen Konflikte auf der Welt. Gar nichts. Nichts. Auch unsere Kanzlerin. Wo ist sie eigentlich? Unsere Kanzlerin. Die hatte sich das so schön vorgestellt, ne? Die paar Monate bis zur Rente schön in der Uckermark vor der Glotze chillen und Kartoffelsuppe aus der Dose warm machen, ne? Und dann kommt dieser blöde Anruf aus Berlin. Angela, wir haben wieder Flüchtlingskrise. Die ist durchgedreht. Ja, ihr Mann Joachim hat noch versucht, sie zu beruhigen. Großer Fehler. Der musste wieder die ganze Nacht mit der Zahnbürste das Bad putzen. Ja? Ah, ja. Selber schuld. Ja. Frau Merkel, kurz vor der Rente, eingeholt von der Flüchtlingskrise. Europa hatte doch seit 2015, weiß Gott, genug Zeit, endlich ein einheitliches Asylsystem auf die Kette zu kriegen. Ist doch peinlich, ist doch peinlich. Am Dienstag ist die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Griechenland geflogen, um da die europäischen Werte zu verteidigen. Der war gut, oder? Nur Spaß. Um zu gucken, wie die Griechen unsere Grenze verteidigen. Es ist von der Leyens erste echte Bewährungsprobe als neue EU-Chefin. Und deswegen begrüße ich an dieser Stelle Klaus von Wagner, ihren ebenfalls adligen Referenten für Öffentlichkeitsarbeit. Schön, dass Sie da sind. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr von Wagner, ja, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei Frau, ja, von der Leyen. Ja. Wie war denn die Woche bis jetzt? Sehr enttäuschend, Herr Becke. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, diese Flüchtlinge und dieser Erdogan,
Die haben unseren Terminplan komplett zerschossen. Wir hatten eigentlich nur schöne Termine auf dem Zettel diese Woche. Mittwoch zum Beispiel. Da wollten wir unseren großen Klimaplan für Europa präsentieren. Ich hatte so tolle Fotos geplant mit der Chefin und mit dieser, wie heißt sie, dieses gruselige Mädchen, vor der jeder Angst hat. Greta, genau, so. Hat keine Sau darüber berichtet. Naja, gut, auf der anderen Seite. War vielleicht auch besser so. Und die guckt immer so böse. Das Kind lacht ja nie. Warum lacht die nie? Die Uschi macht Witze. Hier, klimaneutrale Sessel, null Emotionen. Spaßbremse. Und dann eben noch diese Sache mit den Flüchtlingen. Worst week ever. Naja, es gab ja dafür beeindruckende Bilder von ihrer Chefin im Hubschrauber. Ja. Die fliegt da so über das Grenzgebiet und denkt, ach, guck mal, da unten wird also Tränengas auf die Leute geschossen. Aha. Ja. Ich meine, klar, die Griechen schützen die EU-Grenze, keine Frage. Aber kein Wort von Ursula dazu, dass die da unten mal eben das Asylrecht abschaffen? Sehr, Herr Welke. Moment mal, das Asylrecht nach Genfer Konvention wird nicht abgeschafft. Die Griechen setzen das für einen Monat aus. Das macht Urlaub. Jeder braucht mal Urlaub. Brauchen Sie keinen Urlaub? Doch, doch. Immer öfter. Also, ich muss das noch mal für mich verstehen. Der Friedensnobelpreisträger EU setzt das Grundrecht auf Asyl aus, erwartet aber von den Türken, dass die zusätzlich zu den 4 Millionen Flüchtlingen, die sie schon aufgenommen haben, auch noch die 1 Million aus Idlib aufnehmen. Habe ich das soweit richtig verstanden? Ja, soweit richtig. Hat sich doch bewährt. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Die nehmen Leute auf, wir geben ab und zu Geld und Ratschläge, genau dasselbe, auf den griechischen Inseln. Ja, ich weiß, das sind keine schönen Bilder, davon Lesbos, aber andere haben eben auch Probleme mit ihren Inseln. Sturmtief Sabine hat auf Wangerooge und Sylt gerade ganze Strände weggerissen. Da helfen uns die Griechen auch nicht, oder? So habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ja. Was würden Sie sagen, ist Europa denn noch eine Wertegemeinschaft? Selbstverständlich. Ich meine, die EU-Staaten diskutieren ja gerade ihr neues Budget. Was glauben Sie, was da für Werte verteilt werden? Kleiner EU-Humor und schlagbar. Nein, nein, meine Chefin macht in Brüssel einen super Job. Ja, ihre Chefin kann froh sein, dass sie die neue Stelle hat, also, nach dem, was der Untersuchungsausschuss alles zu ihrer Berateraffäre rauskriegt. Das ist doch jetzt lächerlich, Herr Welke. Ursula von der Leyen steht für maximale Transparenz. Bei jedem Auftritt, jeder Rede erfährt man alles, was man über diese Frau wissen muss. Ursula von der Leyen, ich wurde in Brüssel geboren, ich komme aus Niedersachsen und in der CDU bin ich zu Hause. Ich habe 7 Kinder und einen Ehemann. Da, sehen Sie, ganz klare Informationen, Transparenz, alles da. Wie ein Buch liegt sie da offen. Ja, und ich möchte das noch mal betonen. Ich möchte das noch mal betonen, 7 Kinder und einen Ehemann. Gut, umgekehrt wäre es lustiger. Ja. Das ist jetzt so mein Humor. So, Herr Beck, ich muss mich leider entschuldigen. Die Arbeit ruft. Mhm. Social Media für die Chefin? Nee, ich muss nur Uschis Handydaten der letzten Woche löschen. Verstehe. Schweinearbeit. Klaus von Wagner, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Klaus von Wagner. Ja, warum nicht? Asylrecht aussetzen, Donald Trump, gefällt das? So, der Bundestag hat gestern über eine Verschärfung unseres Waffenrechts debattiert. Und ich sage, besser ist das, besser ist das. In Hanau, wissen Sie, sind ja gerade 10 Menschen von einem rassistischen und offenbar gestörten Sportschützen ermordet worden. Und im Januar hat ein anderer Sportschütze 6 Verwandte in Baden-Württemberg erschossen. Tatsache ist, unsere Waffengesetze sind zuletzt verschärft worden. Aber offensichtlich reicht das noch nicht. Findet auch Gernot Hassknecht. Haltet alle mal die Fresse, jetzt rede ich über Waffenrecht. Ja, auch das ist Deutschland. Der Deutsche Schützenbund hat mehr Mitglieder als CDU, CSU und SPD zusammen. Und klar, für viele ist es einfach nur ein Hobby, das Spaß macht. Es folgt ein alter Schützenwitz, frisch erzählt. Es ist für mich eine tolle Freizeitbeschäftigung. Ich kann mich damit fit halten und es macht mir Spaß, auch hier Leute zu treffen. Wie gesagt, ich will keinen das Hobby vermiesen. Aber natürlich könnte man tödliche Sportwaffen, die eigentlich für militärischen Gebrauch entwickelt wurden, auch komplett verbieten. Wozu brauchen deutsche Jäger halbautomatische Flinten? Die wenigsten Hirsche schießen zurück. Ach, es gibt so viele tolle Argumente für den Schießsport.
In den Schützenvereinen wird jungen Menschen, die vielleicht ansonsten vor dem Computer Blödsinn machen oder irgendwo ja, nur noch ja, nervös werden, nur noch aufgeregt sind, auch wieder gelernt, den Körper zu beherrschen. Absolut. Wir müssen mehr junge, nervöse Menschen bewaffnen. Gutes Stichwort. Für eine Waffenbesitzkarte braucht man in Deutschland zwar ein psychologisches Gutachten, aber nur, wenn man unter 25 ist. Macht Sinn, weil über 25-Jährige haben ja nie psychische Probleme. Warum sind große Pistolenmagazine mit bis zu 20 Schuss ohne Nachladen weiter erlaubt? Klar, man kann Menschen auch mit einem Spaten töten oder zur Not mit einem Thermomix. Aber mit einer Knarre ist es halt einfacher. Seien wir doch stolz, dass wir nicht die USA sind. Hier, schöner Übersetzungsfehler. Besonders aber, und das ist das Wichtigste, wir werden geschützt sein durch Waffen. Nein, durch Gott. Ach, egal. Übrigens, in Großbritannien sind halbautomatische Waffen seit 97 komplett verboten. Geht also. Und bei uns schreibt die sogenannte German Rifle Association als Reaktion auf die Morde von Hanau auf ihrer Homepage, da Waffenbesitz Verbrechen verhindern kann, sollte der Waffenerwerb für bedrohte Bürger erleichtert werden. Genau. Einen Irren mit einer Waffe stoppt nur ein Irrer mit einer Waffe. Warte mal, ist da einer an der Tür? Bitte? Ach, Pizzabote. Sorry, stell die Pizza einfach da ab. Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren. Was denn? Ich übe mein Arschgeigen-Solo. War doch versprochen. Ihr könnt ja in der Zeit den Kanal abonnieren.